Minigolf habe ich schon als Kind und Jugendlicher viel gespielt. Am Anfang viel mit Freunden. Ich war ziemlich gut. Es ist ja so, dass Minigolf für den Großteil der Gesellschaft eher eine Art Freizeitvergnügen, ja, eine Beschäftigung darstellt. Aber mit erfolgsorientiertem Turnier-Minigolf hat es natürlich sehr wenig zu tun. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich das mal das professionell machen kann. Ist dann das heutige Freundschaftsspiel so ein bisschen so eine Prognose für ein Kopf-an-Kopf-Rennen fürs Turnier? Ich freue mich total. Es ist eine große, große Ehre für mich, ihn persönlich kennenzulernen. Genau. Ja, genau. Und anlächeln. Ich bin es gewöhnt, der Erste zu sein. Bist du ein professioneller Spieler oder nicht? Oder nur auf YouTube? Sport was erreichen möchtest, wenn du der Geschichte deinen Namen einbrennen möchtest, dann musst du auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Aber da unterscheidet sich Minigolf nicht von anderen Sportarten.